Eine Spendenaffäre, die direkt in die Parteispitze reicht. Zur Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und zum Parteichef Jörg Meuthen. Beide haben in der Vergangenheit Zuwendungen für ihren Wahlkampf aus der Schweiz erhalten. Und in beiden Fällen hat die AfD dem Bundestag eine Liste mit mehreren Personen übermittelt, die das Geld hierfür bereitgestellt haben sollen. Nun äußern sich erstmals mehrere der angeblichen Einzelspender im Gespräch mit Report Mainz und Spiegel. Sie stammen aus Rheinland-Pfalz. Sie räumen ein, dass sie nur als Strohleute agiert haben. Im Fall Meuthen seien ihnen dafür bis zu 1000 Euro bezahlt worden, erzählen sie. Diese Aussagen machten sie auch gegenüber den zuständigen Ermittlungsbehörden. Parteienrechtler sehen darin eine neue Dimension. Dass hier tatsächlich Geld geflossen ist, damit sich Personen dafür hergeben, als Spender aufzutauchen, das zeigt tatsächlich, dass hier ein deutliches Maß an krimineller Energie da ist, dass hier eine deutliche Absicht bestand, die Geldflüsse zu verschleiern. Das ist insofern eine neue Dimension, die hier auftaucht. Hier an der spanischen Costa Brava wohnt nach Angaben der Zeugen der Mittelsmann hinter den beiden mutmaßlich gefälschten Spenderlisten. Ein Deutscher, der vor Jahren aus Rheinland-Pfalz ausgewandert ist. Von uns mit den Vorwürfen konfrontiert, wollte er sich nicht äußern. Parteichef Jörg Meuthen teilt auf Anfrage mit, die Liste sei ihm aus der Schweiz zugeschickt worden. Wir haben keinerlei Verpflichtung, in direkten Kontakt mit den benannten Kostenübernehmern zu treten, so Meuthen schriftlich. Man habe auf die Echtheit der Liste vertrauen dürfen.